Okay. Guten Morgen alle zusammen. Ich sehe nur eine Zahl und meine drei Kollegen, Bruno, Laurent und mich selber. Also ich spreche jetzt ein bisschen in ein schwarzes Loch. So. Ich tue das auch noch auf Hochdeutsch, was bei mir astrein tönt, wie alle, die aus Deutschland kommen, sofort wahrnehmen. Aber ich tue das, weil Laurent das mir so gesagt hat, dass es etliche Zuhörer gibt, die aus Deutschland kommen. Die möchte ich auch herzlich begrüßen. Und glaube ich auch noch aus Österreich, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Immer. Willkommen zum ersten Publisher-Lunch-Talk am 28. Punkt 12 Uhr. Super, ich freue mich, dass sich so viele angemeldet haben. Wir haben einen ganz besonderen Gast, nämlich in London, Bruno Mark. Vielleicht ganz kurz, warum Bruno Mark, das werdet ihr dann noch feststellen, aber der eigentliche Grund ist halt ein persönliches Delikt, nämlich wir haben zusammen gearbeitet nach der Lehre, nicht so lange, aber intensiv. Und dann ist Bruno, wir sind beide gelernte Schriftsetzer. Ich weiß nicht, hast du Typograf gelernt, hat es bei dir schon Typograf geheißen, Bruno? Nein, nein, das war immer noch Schriftsetzer mit einem echten eidgenössischen Fähigkeitsausweis. Super. Wir Ja. sind beide gegoucht und so. Natürlich. Und Bruno habe ich eigentlich damals aus den Augen verloren und irgendwie vor 15 Jahren geschätzt, stieß ich auf eine kleine Anzeige von Swisscom und dort, oder eine Medienmitteilung und dort hat es geheißen, dass Bruno Mark in London beteiligt gewesen sei am Neuauftritt der Swisscom mit diesem drehenden Signet. Und ich habe ihn dann sofort gesucht, eine Mail geschrieben und so kam, er hat dann schnell Antwort gegeben, so der Titel seiner Antwort war A Blast from the Past. Und so sind wir wieder zusammengekommen und haben uns seitdem sagen, einmal im Jahr besucht. Jetzt natürlich zwecks Corona war das nicht möglich. Okay, Laura, du hast noch Ja, vielleicht ein bisschen Spielregeln. genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Laurent vom Publisher. Wie Andreas erwähnt hat, versuchen wir uns in Hochdeutsch, Standardsprache, da wir einige Gäste oder Teilnehmer aus Deutschland und Österreich haben. So kurz zum Organisatorischen, wenn man das so nennen will. Es gibt in der Navigationsleiste einen Chat. Ihr könnt da gerne auch Fragen platzieren, die wir aufnehmen oder die Bruno euch dann gerne beantwortet. Dann, ja, Bruno nimmt aus dem Homeoffice teil. Wie wir alle sind alle etwa in der gleichen Situation, würde ich sagen. Wir können später noch kurz darauf eingehen. Wir werden aber natürlich trotzdem einen Einblick in seine Arbeit erhalten, auch von zu Hause aus. Und ja, Andreas hat es erwähnt. Andreas und Bruno kennen sich schon sehr lange. Auch da werden wir sicher noch was dazu hören. Ja, ich freue mich auch auf diesen ersten Lunchtag und für all diejenigen, die wirklich auch einen Lunch vor sich haben, wünsche ich ein Gute und viel Vergnügen beim Gespräch. Vielleicht so als Einstiegsfrage an Bruno, wie bist du überhaupt nach London gekommen? Also nicht mit welchem Transportmittel, sondern wie hat es dich nach London Ja, verschlagen? das war eigentlich der Grundstein dafür, wurde schon damals in Basel gelegt, als ich zur Weiterbildung dahin ging, also Weiterbildung zum typografischen Gestalter und danach auch zum visuellen Gestalter. Und während dieser Zeit in meinem Studium als visueller Gestalter, das war so 1986, 87, da ging ich dann für 3 Wochen zu Stempel in Frankfurt für ein Praktikum. Also ich muss auch noch voraussetzen, dass als gelernter Schriftsetzer habe ich dann, wie gesagt, die typografische Weiterbildung gemacht und visuelle Gestaltung. Und in Basel wurde ich dann auch in Schriftdesign, ganz spezifisch in Schriftdesign eingeführt. Und das hat mich dann so unheimlich fasziniert, dass ich mich dann ziemlich früh schon darauf eigentlich konzentriert habe. Und wie gesagt, ich hatte dann die Möglichkeit, nach Frankfurt zu fahren. Für ein Praktikum bei der Stempel, die auch damals schon eigentlich zur Linotype angeschlossen war. Aber
doch immer noch als unabhängiges Unternehmen geführt wurde. Und da traf ich den Geschäftsleiter René Cafante, der dann im Übergang war, in der Phase war, zur Monotype nach London überzutreten. Und nach dem Studium, also wir hatten uns dann mal getroffen, und nach dem Studium hat er mich dann mal angefragt, und sogar während dem Studium noch, ob ich Lust hätte, zur Monotype zu kommen und da ein Custom-Type-Büro zu eröffnen. Und da habe ich mir gesagt, ja, das wäre eigentlich doch ganz toll. Ich wollte sowieso aus der Schweiz wegreisen. Und nach dem Studium hatte ich dann auch drei Angebote. Also eines bei der Linotype in Heidelberg für einen Arbeitsplatz, bei der URW in Hamburg und dann natürlich bei der Monotype über den René Cafante in London. Und Deutschland war mir halt dann schon ein bisschen zu nahe zu Hause, ne? Und London hat mir halt eh schon immer gut gefallen. Und ja, dann fuhr ich nach London und ging zu Monotype nach London. Und als erstes bezog meinen Wohnsitz gleich in Brixton, ne, okay, im guten Südlondoner Quartier. Ne. Das, was ja eigentlich damals schon ziemlich einen Ruf hatte. Ne. Ja, und so hat es mich eigentlich nach London verschlagen. Und ich arbeitete dann bei der Monotype in England für 1,5 Jahre. Und das war ja noch vor der Zeit der bilateralen Verträge, die Schweiz mit der EU hatte. Das heißt also, ich brauchte natürlich als Schweizer auch Arbeitsbewilligungen, Visas und dieses und jenes. Ne? Und wir hatten das damals dann so gemacht, dass ich eigentlich nicht ein echtes Arbeitsvisum hatte, sondern eher ein Studentenvisum. Also dass ich eigentlich nicht als Angestellter da war, sondern als Student. Und ich aber trotzdem eigentlich voll im Arbeitsprozess angegliedert war und wie gesagt, und dann schlussendlich auch das Custom Type Büro innerhalb der Monotype aufmachte. Aber nach 1,5 Jahren lief mir dann die Arbeitsbewilligung ab. Die Briten wollten mir das nicht mehr verlängern. Und da hatte Monotype mich halt kurz überlang nach Chicago geschickt. Ne? Und um da im Chicago-Büro, was damals noch ganz klein war, die Custom Fonts weiterzuführen. Ja, und so kam ich eigentlich nach England. Da war ich dann ein Jahr in Chicago, und obwohl Chicago natürlich eine ganz tolle Stadt ist, hat es mir irgendwie doch nicht so ganz gefallen. Also ja, ich habe mich als Europäer ist die USA schon ein bisschen hart zu nehmen, wenn man zum Beispiel nur gerade eine Woche oder zwei Wochen Urlaub kriegt. Und ja, und dann als Schweizer noch, ne, als Schweizer ist man sehr, sehr protestantisch in seinem Arbeitsverhalten. Ne, man ist sehr organisiert, ne, man macht 100 Dinge, man macht sie sauber, man macht sie geplant. Und die Amerikaner sind dann halt da jedoch eher etwas chaotisch. Ne, und da habe ich mir gesagt, nee, das funktioniert nicht so. Und bin dann nach London zurückgekehrt und habe dann auch geheiratet. Also meine Freundin, die ich vor der Ausreise nach Chicago schon kennengelernt hatte. Wir heirateten dann. Der Hauptgrund natürlich, dass ich in England bleiben konnte. Ja, 1991 habe ich dann mein Büro Dalton Mark aufgemacht. Und für alle, die sich fragen, nun, wer ist denn Dalton? Das ist meine jetzt Ex-Frau. Ja, Bruno, als ich dich besucht habe, das erste Mal, in London meine ich, da hattest du noch ein relativ überschaubares, kleineres Büro, auch in Brixton. Und vielleicht noch zu Brixton, mir hat vor etwa 3 Jahren ein Engländer gesagt, der bei der Canon Management Manager war, hat er mich gefragt, wo ich jetzt mit meiner Gruppe hinginge. Und dann sagte ich, zu Bruno nach Brixton. Dann hat er mir gesagt, ich war noch nie in Brixton, ich ginge nie dorthin. Ja, 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 ja. So, bis jetzt immer noch.
hat es einen relativ schlechten Ruf. Ne? Ist natürlich, Brixen ist natürlich ein totales Multikulti-Quartier, also wirklich im wahrsten Sinne multikulturell und ja, es ist chaotisch. Ne? Es ist eigentlich völlig chaotisch, aber der schlechte Ruf kommt eigentlich hauptsächlich aus dem Anfang 80er Jahren, wo Brixen, wo es ziemlich schwere Unruhen gab, ne? Zwischen den Schwarzen und der weißen Bevölkerung. Also die weiße Bevölkerung, das ist natürlich das Establishment, also die Regierung und die Polizei. Und ja, die Brixton Riots sind ja eigentlich ziemlich, ziemlich gut bekannt, ne, in ganz Europa. Also es hat ziemlich, ziemlich hart geknallt damals. Und daher ist auch der Ruf, und ja, und die weißen Leute haben halt Angst vor den Schwarzen. Ne? Das ist jetzt nun mal so. Ja, und als ich dann bei dir im Office stand, da dachte ich Schriftdesign, hatte ich sowas im Kopf und natürlich Schrift entwerfen auf einem Blatt Papier. Ja, ja. Das war dann irgendwie schnell ersichtlich, dass das heute halt auch anders funktioniert. Vielleicht könntest du mal kurz die Schritte ein bisschen da. Ja, ja, das also seit der Entwicklung vom Macintosh, also was ich, wenn man ja zurückgeht, der kam ja 1984 auf den Markt. Und dann ziemlich kurz darauf gab es ja auch schon die ersten Programme, die sich ganz speziell auf Schriftdesign konzentrierten. Und also seit dem Macintosh hat sich natürlich die ganze Industrie völlig verändert. Nur schon im Gedanken, dass überhaupt Schriftdesign heute ein Industriezweig in sich selbst ist. Ne? Man darf nicht vergessen, dass vor dem Macintosh Schriftdesign eigentlich nur ein Anhängsel war für Firmen wie die Monotype oder die Linotype, um deren Satzmaschinen zu verkaufen. Ne? Damit die ihre Maschinen verkaufen konnten, brauchten sie auch Schriften. Also hatten sie auch ein Schriftdesignbüro. Ne? Aber es war nicht ein Industriezweig als solcher. Na klar, natürlich gab es ein paar Schriftdesigner, aber die arbeiteten hauptsächlich für die großen Unternehmen, wie gesagt, Linotype, Monotype oder ScanGraphic oder Berthold oder wer auch immer, ne, die ihre Satzmaschinen verkauften. Und mit dem Macintosh hat sich natürlich alles verändert. Die großen Satzmaschinen, die wurden weggeschmissen, aber Schriften wurden doch immer noch verlangt. Und die Grafikindustrie, also vor allem Grafiker, hatten natürlich schnell auch die Möglichkeiten gesehen, die sich mit dem Apple Macintosh erschließen ließen. Die gestalterischen Möglichkeiten, die expressiven Möglichkeiten. Und entsprechend wurde dann, was vorab auf Papier und über die roten Folien, die man im Dunkeln, ja, genau. Ja, die man abziehen konnte, ne, wurden diese Schriften eigentlich, diese Zeichen eigentlich gezeichnet und so weiter. Ne. Und mit dem Macintosh hat sich das verändert, dass man eigentlich gerade direkt auf dem Bildschirm die Schriften gezeichnet hat. Und heute ist der Ablauf ja eigentlich so, dass gerade bei uns, sagen wir mal, wenn das Briefing mal abgesegnet ist und alle sind sich einig, wo man hin will im gestalterischen Ausdruck, also konzeptionell, dass wir dann eigentlich ziemlich gleich direkt am Bildschirm arbeiten. Na klar, die Designer machen zwischendurch mal eine Skizze mit dem Bleistift auf dem Papier, um eine Form zu visualisieren, weil man das mit dem Bleistift halt doch noch immer ganz schnell machen kann. Innerhalb von Sekunden kann man zum Beispiel ein kleines G, ne, ein doppelstöckiges G kurz skizzieren, einfach um die Form zu visualisieren, aber dann wird das gerade direkt auf dem Bildschirm mittels Bezier-Kurven eigentlich gezeichnet und die Zeichensätze werden so eigentlich ausgearbeitet. Ja, alles direkt auf dem Bildschirm jetzt. Übrigens hat Daniel noch geschrieben, Ulano-Folien hätte das. Ja. Genau. Ulano-Folien. Danke, Daniel. Ja. Ja, was viele Menschen vergessen,
dass ja die Zeichen auf Bildschirmen funktionieren müssen, im öffentlichen Raum, zu Hause, auf Handys, dann im Druck funktionieren müssen, also auf ganz verschiedenen Ausgabemedien, kann man sagen. Und dass da noch etliches an IT dahinter steckt. Also grundsätzlich mit dem Umbruch natürlich auf von Schrift, die damals auf traditionellen Geräten basierte, dann auf den Macintosh und dann schlussendlich auf Windows und natürlich während der letzten 10 Jahre oder so auch in Linux und Android und so weiter, würde ich sagen, dass die Verteilung von Design und IT ungefähr 50-50 ist. Also es steckt ein Haufen IT dahinter. Also nicht nur, es ist ja nicht nur das Zeichen der Schrift, sondern es ist zum Beispiel auch die Codierung der einzelnen Zeichen. Also mit Codierung meine ich, wie wenn man auf die Tastatur drückt und ein A will, dass dann wirklich auch ein A kommt, ne? Und nicht irgendwas anderes. Also zum Beispiel ist es ja so, dass heutzutage jedes Zeichen von den meisten Schriftsystemen oder von den gebräuchlichsten Schriftsystemen über Unicode kodiert sind. Also jeder Buchstabe hat einen einzigartigen Unicode-Punkt. Ne? Und da steckt in den Systemen viel dahinter, damit das auch alles richtig funktioniert. Ne? Aber der Unicode wurde ja auch erst richtig von allen Systemanbietern richtig eingebettet. Das war Mitte 90er Jahre, 97, 98. Vorher war Apple, die hatten ihre eigenen Systeme. Windows lief schon eigentlich auf den Unicode-Systemen. Und zu Anfang, in den Anfang 90er Jahren, gab es dann auch viele Probleme mit systemübergreifenden Dokumenten Kompatibilität. Ne? Das heißt also gerade nicht im Englischen, aber in allen anderen europäischen Sprachen oder dann den nicht-europäischen Sprachen war Dokumentenkompatibilität zwischen den beiden Systemen überhaupt nicht gewährleistet, weil Apple kodierte ihre Zeichen anders als zum Beispiel Unicode. Ne? Und dann gab es oftmals so, dass man entweder das Zeichen nicht angezeigt wurden oder falsche Zeichen angezeigt wurden, weil diese Kodierung nicht stimmte. Aber mit Unicode hat sich das eigentlich jetzt mittlerweile gelegt. Und über Unicode kann man eigentlich systemunabhängig Schriften hin und her machen und Dokumente hin und her machen, ohne dass man schlussendlich, ohne dass man eigentlich einen Formatierverlust hat. Mhm. Ja. Wie gesagt, da steht mal eines, das ist mal das. Dann heutzutage mit OpenType, also seit Anfang 2000, mit OpenType muss man ja auch noch die OpenType-Features kodieren. Das heißt, es funktioniert ja nicht einfach so automatisch, zum Beispiel Ligaturen. Ne? Wenn man Ligaturen will und die automatisch zum Beispiel im InDesign oder sonst wo einsetzen will, dann muss der Font kodiert sein. Das heißt also, wenn man zum Beispiel ein F und dann ein I eintippt, dass eine FFI-Ligatur kommt. Und das muss kodiert werden. Das heißt also, man muss da eine GPOS-Tabelle machen, das heißt eine GSUB-Tabelle, also eine Glyph-Substitution-Tabelle, die dann sagt, okay, wenn der User FFI reintippt, macht das FFI-Zeichen da rein. Ne? Aber das System sieht es dann immer noch als F, F und I, was natürlich dann das ganze Autocorrect und das ganze Spelling, Spellchecking und so weiter automatisieren lässt und auch funktionieren lässt. Mhm. Und dann gibt es noch natürlich die ganze Geschichte von der Bildschirmdarstellung. Wie verhalten sich diese Konturlinien, in denen wir schlussendlich zeichnen, wie verhalten sich diese eigentlich auf dem Bildschirm? Und als Schriftdesigner weiß ich schlussendlich ja heute nicht mehr, wie und wo genau meine Schriften angezeigt werden. Und entsprechend muss ich die Zeichen nachbearbeiten und denen mit Instruktionen verpassen, damit diese sich auch richtig auf dem Bildschirm verhalten, unabhängig von Schriftgröße,
Bildschirmauflösung oder System oder auch Farbtiefe. Ne? Ich kann mir mal ganz kurz mal schauen. Ich habe da nämlich was, das kann ich ja vielleicht mal kurz über einen Screensharing machen. Jetzt muss ich das schauen, wo das ist. Here we go. Share. Jetzt hoffe ich, könnt ihr das sehen. Das war, das ist eine leichte Illustration für die Schrift, die wir damals vor circa 10 Jahren mit der Nokia gemacht haben. Also das war alles auch so ein Riesenprojekt, aber da können wir auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und das zeigt eigentlich kurz mal die drei Grundmodalitäten von Bildschirmen auf. Also einerseits der ganz normale, ganz links, der ganz normale Schwarz-Weiß-Monitor, der ja eigentlich bis Anfang, Mitte 2000er ziemlich gang und gäbe war. Und dann haben wir das Anti-Aliasing, also die Graustufenmonitore. Und dann da haben wir noch den LCD-Screen, also den Sub-Pixeling-Modus oder den Clear-Type-Modus. Und jeder Modus braucht eigentlich eine andere Strategie, wie man die Schrift bearbeitet für den Bildschirm. Und diese Schriftbearbeitung nennt sich Hinting. Ne? Jetzt mal kurz schauen. Okay, machen wir mal so. Hier haben wir was. Also so schaut das aus. Also ich verpasse den Konturlinien extra Instruktionen, damit sich die verschiedenen Teile von den Schriftzeichen immer gleich verhalten, je nach Schriftgröße und nach Auflösung vom Bildschirm. Das heißt also zum Beispiel im linken Beispiel will ich ja sicherstellen, erstens mal, dass sich die beiden Stämme und auch im rechten Beispiel übrigens, dass sich die beiden Stämme vom N, dass sich die gleich verhalten, nun nicht, dass zum Beispiel der rechte Stamm ein Pixel dicker ist oder ein Pixel dünner oder was oder überhaupt keinen Pixel hat. Ne? Und mit diesen Instruktionen, mit dem Hinting, kann ich das also veranlassen. Das Gleiche auch vertikal. Also einerseits kann ich dann auch veranlassen, dass alle Höhen sich immer gleich verhalten. Nicht, dass zum Beispiel die runden Zeichen ein Pixel größer sind als die geraden Zeichen. Ne, oder die geraden Striche, zum Beispiel gerade hier, wie beim N. Jetzt, mal schauen, ob ich das ein bisschen größer machen kann. Ja, genau. Hier beim N, wo wir links den geraden Teil haben vom Zeichen und hier rechts den Kurventeil. Und es ist so im Schriftdesign, dass Kurven ein bisschen höher und tiefer, also im Überschuss, mit dem Überschuss gestaltet werden, damit man optisch eine gleiche Linie hat. In den niederen Auflösungen und in den kleinen Schriftgraden ist dieser Überschuss natürlich nicht günstig, also weil sich der ja gleich um einen ganzen Pixel auswirken kann, was man dann natürlich ganz klar sieht. Und wenn man zum Beispiel hier unten schaut, kann man das eigentlich schon ein bisschen sehen, hier zum Beispiel bei 47, 48 Punkt, dass die Kurve, also der runde Teil, ein bisschen überschießt. Aber weil es relativ eine relativ große Schriftgröße ist, ist das nicht so ein Problem. Also es fällt nicht so auf und es wirkt vor allem nicht störend. Ne? Und dann gibt es auch die Momente, gerade hier, jetzt zum Beispiel im rechten Beispiel, wo man auch sagen muss, okay, ab einer gewissen Schriftgröße muss man entscheiden, wie dick wird der Schriftstamm. Ne? Und je nach Bildschirm und je nach Hinting-Strategie sagt man halt, okay, anstatt einen weichen Übergang von einer Schriftgröße zur anderen, muss man harte Übergänge machen. Man sagt, okay, in diesem Fall jetzt hier bis 16 Punkt ist der Stamm ein Pixel breit und dann ab 17 Punkt ist der Stamm 2 Pixel breit und dann halt ab 28 Pixel 3 Pixel, 28 Punkt 3 Pixel und so weiter und so fort. Ne? Mit dem Hinting kann ich das kontrollieren. Das ist dann wiederum, wenn man das auf die nächste Seite geht,
Das kann sich dann aber verändern, je nachdem, wenn man eine andere Hinting-Strategie hat und je nachdem, was der Bildschirm und das System eigentlich einem auch erlaubt zu erreichen, dass man sagt, okay, wie hier im rechten Beispiel, wir machen einen weichen Übergang von der Stammdicke und sagen, wir setzen nur die äußere Kante auf dem Pixel-Grid fest, aber die innere Kante vom Stamm, die lassen wir fließen, ne? je nachdem, wie sich die Schriftgröße verhält. Also ja, das lässt man einfach fließen und da hat man dann auch die Weichzeichnung vom Anti-Aliasing, also den Grauwert. Und je nachdem, wie viel die Konturlinie in den Pixel reingeht, desto heller oder dunkler verhält sich dann der Grauwert und man hat diesen fließenden Übergang. Also das ist so im Prinzip eigentlich das Hinting. Heutzutage hat man, und da habe ich jetzt, gehe ich nochmal ganz zum Anfang zurück hier, heutzutage hat man auch noch das LCD, aber auch hier muss man eigentlich noch Hinting machen, vor allem im vertikalen Bereich. Im horizontalen Bereich, normalerweise horizontal gesetzt, ist es ja so, dass man das Subpixeling hat, also dass jeder Pixel in Rot, Grün und Blau Subpixels aufgeteilt werden. Aber vertikal hat man immer noch den ganzen Pixel. Das heißt also, auf der horizontalen Ebene hat man eigentlich eine Verdreifachung der Auflösung. Theoretisch. Und entsprechend braucht man eigentlich horizontal gar kein Hinting mehr. Aber vertikal, weil man immer noch einen ganzen Pixel hat, muss man das Hinting nach wie vor einsetzen. Ne? Also das heißt, man muss die Höhen der Zeichen nach wie vor kontrollieren, damit das nicht irgendwie korrumpiert wirkt, wenn man dann das auf dem Bildschirm anschaut. Ja, und dann jetzt heute haben wir noch Variable Fonts. Das ist das Allerneueste, was ja eigentlich gar nicht so neu ist. Das hat man ja schon eigentlich gehabt 1993 mit den Multiple Master Fonts damals. Ist genau eigentlich das gleiche und ähnliches Prinzip. Man hat das einfach neu gemacht. Aber auch da ist jetzt eigentlich einiges an Programmiernotwendigkeit dahinter, damit diese Fonts dann auch richtig funktionieren in den Umgebungen und in Kombination mit Bildschirmdarstellung und in Kombination auch mit OpenType-Feature, dass das alles richtig funktioniert und auch richtig zusammenhängt. Also daraus, man sieht schon daraus, dass es ein doch ein ziemlich kompliziertes und eine ziemlich komplexe Angelegenheit ist. Ja. Ist das eigentlich, war das mehr oder weniger klar? Also es sieht sehr, sehr technisch aus. Kann man davon ausgehen, dass die Hälfte deiner Mitarbeiter eher Entwickler wie Designer sind? Oder? Nee, es ist eigentlich halb-halb. Also in unserem, bei Dalton Mark haben wir natürlich ein Software-Developer-Team. Das sind also wirklich nur Software-Developers und wir machen da unsere eigenen Tools, ne, Automatisierungstools für den ganzen Prozess. Aber eigentlich ziemlich jeder Schriftdesigner, der bei uns ist, kann Basisprogrammierung machen, okay. Normalerweise in Python. Ja. Und damit man auch gewisse Arbeitsprozesse automatisieren kann. Es geht dann da gerade, wo man sagt, okay, Akzenteplatzierungen zum Beispiel wäre so ein Thema, ne? Dass man in einem ersten Übergang, dass man eine Tabelle hat von allen Zeichen, die einen Akzent brauchen und dass man das mal in einem ersten Durchgang automatisiert und diese Akzente platziert und dann im zweiten Durchgang natürlich der Schriftdesigner hingeht und dann noch die optischen Korrekturen macht. Ne? Aber anstatt das alles von Anfang weg von Hand zu machen, das ist mal eins. Oder man kann auch sagen, man kann auch einfach repetitive Prozesse, Prozesse, die man immer wieder macht, ist am besten, wenn man die automatisiert. Entsprechend kann man auch die Fehler, die Anzahl Fehler vermeiden. Oder wenn es einen Fehler gibt, ist der Fehler wenigstens konsequent. Das heißt also, man hat einen Bug in einem Font, der sich auf die ganze Schriftfamilie ausweitet, sondern nicht nur einen random Bug ist. Man weiß einfach, okay, das ist ein Fehler, man kann den korrigieren und ein Update machen. Ne? Ja. Und das ist gerade das ist eigentlich sehr, sehr wichtig für uns, da wir eigentlich nicht ausschließlich, aber oftmals mit
mit sehr großen Unternehmen arbeiten, also mit Technologieunternehmen wie zum Beispiel Amazon, für die wir die Schriften gemacht haben, oder zum Beispiel auch HP, also Hewlett-Packard oder Intel, wo dann die Schriften bis 200.000, 300.000 Mitarbeiter verteilt werden. Und wenn da natürlich ein Bug drin ist und wo man dann Update machen muss und da muss die Schrift neu verteilt werden, das beläuft sich natürlich in einen ziemlich großen Kostenaufwand für den Kunden auch, ne? Weil so ein Rollout ist nicht billig, ne? Mhm. Das heißt also, wir müssen ziemlich selbstbewusst sein darin, dass unsere Produkte, unsere Fonds eigentlich gut funktionieren, und Automatisierung hilft da sehr, sehr viel weiter. Und wie gesagt, wenn wir einen Bug haben und der Kunde sagt, hey, da funktioniert irgendwas nicht so richtig, dann wissen wir wenigstens, dass der Bug sich auf alle Schriften auswirkt, und da kann man ein Update entsprechend machen. Ja. Und man kann dann auch mehr oder weniger annehmen, dass wahrscheinlich dieser Bug sich auf andere Schriften ausgewirkt hat und entsprechend das updaten. Man kann eher systematisch vorgehen, das ist nicht random. Das Schlimmste ist in der Softwareentwicklung, das Schlimmste ist Randomizing. Genau. Andreas hat es vorhin erwähnt, quasi sein erster Besuch bei dir im Atelier. Du zählst hier einige Referenzen auf. Wenn man sich die auch so anschaut oder anhört, für wen du alles gearbeitet hast, wie kam das von der Werkstatt zum großen Player, wenn man so will? Ja, also viel Glück ist da natürlich auch mit dabei. Und wie man so schön im Englischen sagt, at the right place, at the right time. Okay. Also schon so klar, ich habe mich eigentlich von Anfang weg, habe ich mich eigentlich immer auf Custom Fonts konzentriert. Und schon Ende 90er Jahre hatten wir ja an den BMW-Schriften gearbeitet für Mini auch, und hatten da die Möglichkeiten, eigentlich an größeren Projekten mitzuarbeiten. Aber der große Umschlag, die große Veränderung kam so, also erstmals mit Ubuntu, als wir die Schriften für Ubuntu entwickelt, also das System, haben wir die Schriften damals gemacht, und da ging es eigentlich das erste Mal so richtig in die ganze Globalisierung von der Schriften rein. Also der Grundzeichensatz für Ubuntu war Lateinisch, Griechisch, Kyrillisch. Das ist ziemlich Standard eigentlich normaler heutzutage. Und zudem machten wir auch noch eine Arabische und eine Hebräisch für Ubuntu. Und dann nachfolgend auf Ubuntu arbeiten wir dann mit Nokia. Und Nokia ist, ich würde sagen, bis heute noch wahrscheinlich eines der größten Schriftprojekte, das jemals gemacht wurde. Ne? Nicht unbedingt vom Umfang von den Schriftschnitten. Also schlussendlich gab es eigentlich nur drei Schriftschnitte, eine leichte, normale und eine fette, plus eine ultraleichte und eine extra fette für den Displaybereich. Aber was die Schrift so umfangreich machte, war natürlich die Anzahl Schriftsysteme, also die Sprachendeckung. Ne? Und schlussendlich machten wir mit Nokia, insgesamt waren das 20 Schriftsysteme inklusive Klingon. Ja, Klingon machten wir auch noch am Schluss, okay. Also als Spaß. Ja. Aber ja, 20 Schriftsysteme, und das war natürlich eine super Herausforderung. Und dann im Anschluss war eine Herausforderung und natürlich eine unglaubliche Möglichkeit auch, dann an andere große Unternehmen ranzukommen. Also hast mit Nokia gearbeitet, ne? Du hast entsprechend sammelten wir natürlich enorme Erfahrungen. Das war in den Anfangsstadien von diesen Dingen. Ne? Mhm. Wir sammelten da unheimliche Erfahrungen, wie sich Schriften auf den Mobiltelefonen, in Smartphones und so weiter verhalten, was man da machen muss, achten muss, um gerade auch im Zusammenhang zum Beispiel mit den eher exotischen
Schriftsystemen, ne, und die auch viel komplexer sind. Und ja, und darauf wurden wir dann kamen eigentlich Kunden zu uns und sagten, hey, ihr habt die Nokia gemacht, also entsprechend habt ihr die Erfahrung, könnt ihr was für Intel machen, könnt ihr was für HP machen, oh, Amazon übrigens auch noch und so weiter und so fort. Und das ist dann also so wie eine Lawine, ne? Wenn mal der erste Schneeball ins Rollen kommt, ja, dann hat es so ein Momentum. Ne? Und heute sind wir eigentlich heute sind wir eigentlich schon an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir kriegen viele Großunternehmen unter unseren Gürtel hier. Ja. Gerade wegen der Erfahrung, die wir halt haben, ne, im nicht-lateinischen Bereich, wie auch im ganzen technischen Bereich. Ne, und weil wir auch dem Kunden entsprechend den Support geben können. Ne. Oftmals ist es so, dass der Kunde eigentlich gerade in Sachen Schrift sehr wenig Erfahrung hat und Schrift und IT sehr wenig Erfahrung hat. Und wir können da natürlich den Kunden mit Rat und Tat beiseite stehen. Zu Nokia, wenn ihr wollt, könnte ich ja noch ein paar Dinge zeigen. Gerne, ja. Noch einen kurzen Einblick geben, so ins ganze nicht-lateinische Geschehen. Also jetzt gerade mal schauen, wo das ist. Habe ich, oh nee, nee, eigentlich, nee, da habe ich gar nicht Nokia. Ist es Nokia? Nee, ich habe da was von Facebook, eigentlich von Facebook. Das ist ein ähnliches Ding. Nee, da wartet mal. Wie schaue ich das an? Nokia in den Ground Slide Pure. Ah, hier, nee, Nokia. Könnt ihr das sehen? Ja, die Klingeln? Nee? Nein. Ah, okay. Nur den Ordner. Ah, okay. Moment. Dann nur einen Moment. Pure Breakfast. Jetzt Klingeln. Ja. Seht ihr das? Okay. Ja, also für Nokia Klingon, das ist nur so kurz zur Einführung. Das war, da machten wir diese Klingon und haben das natürlich sehr ernst genommen, hatten da ein bisschen Untersuchungsarbeit, Recherchearbeit geleistet. Und was da so im Klingon-Bereich eigentlich erhältlich war, was war ziemlich übel. Ne? Und unsere Designerin, die Spike, die hatten da gemacht. Wir hatten dann mal eine erste Version von gemacht, also eine Klingon, die sich ästhetisch eigentlich der Lateinischen anpasst, also in der Formensprache sich eigentlich anpasst, obwohl die Zeichen völlig anders sind. Ja, wie gesagt, aus Spaß. Oh, aber das ist ja halt was, was man schlussendlich erreichen will, ne? Dass sich die Zeichen, obwohl von völlig anderem Kulturdenken kommen, dass man das Gefühl kriegt, das kommt alles aus einem Guss. Ne? Und obwohl es aus einem Guss kommt, dass man aber trotzdem das Kulturgut der Schriftsysteme respektiert. Ja. Hier so als kleine Tangente, was ja interessant ist, bei vielen diesen Science-Fiction-Schriften, die da erfunden werden, dass eigentlich alle alphabetisch aufgebaut werden. Was ja hier eigentlich auf eine kulturelle Bias eigentlich sich hinzeigt, weil ja diese viele Science-Fiction-Movies, die kommen alles aus den USA. Die USA hat lateinisches Schriftsystem und entsprechend wird alphabetisch gedacht. Und das ist ja lustig, weil auf der ganzen Welt von den circa 40 meistgebrauchten Schriftsystemen auf der ganzen Welt nur gerade 5 oder 6 alphabetisch aufgebaut sind. Alle anderen sind eigentlich syllabisch aufgebaut. Und was heißt das? Also, wenn man sich zum Beispiel mal hier Äthiopisch anschaut, ne? Also Amharisch, das ist ein altes Schriftsystem, das ist schon seit circa 2.500 Jahren im Gebrauch. Aber Amharisch ist ein syllabisches Schriftsystem. Das heißt also, jedes Zeichen
ist eine Syllable. Wie sagt man dem auf Deutsch, Andreas? Eine Silbe. Eine Silbe, genau. Genau. Also es ist eine Silbe. Und zum Beispiel, wenn man sich dieses Zeichen hier anschaut, ist eigentlich das Grundzeichen immer das gleiche. Also das Grundzeichen ist der Konsonant. Und dann die Veränderungen zum Grundzeichen oder die Anhängsel zum Grundzeichen zeigt dann den nachfolgenden Vokal an. Und entsprechend verändert man den Ton der Silbe. Ne? Das bedeutet natürlich auch, im Gegensatz zu alphabetischen Systemen, dass syllabische Schriftsysteme ziemlich umfangreiche Zeichensätze haben können und auch eine entsprechende Komplexität. Also Amharisch oder Äthiopisch ist noch relativ einfach, weil jede Silbe hat dann ein speziell gezeichnetes Zeichen. Macht einen großen Zeichensatz, aber trotzdem, wie gesagt, relativ einfach. Gestalterisch ist zum Beispiel so das Äthiopische ziemlich schwierig, weil man eine relativ wenig Recherchematerial hat. Also man muss sich auch mal ganz, ganz klar sein, dass der Gutenberg außerhalb von Europa niemals geschehen war. Ne? Gutenberg passierte in Europa und brachte damit eine typografische Revolution mit sich. Diese typografische Revolution passierte nirgends anders auf der Welt. Und wir in Europa... Nicht weiter, willst du das? Bitte? Sie verbreitete sich nicht weiter, willst du das? Nee, es ist... mit Gutenberg gab es plötzlich eine Abspaltung von Kalligraphie und Typografie. Oder? Okay. Und entsprechend entwickelte sich Typografie als Gestaltungszweig, wenn man so will. Das passierte nirgend anders, weil die kommerzielle Presse, der kommerzielle Druck wurde in allen anderen Ländern erst gegen Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert eingeführt. Zum Beispiel die kommerzielle Druckpresse, also Zeitungen, Zeitschriften und so weiter oder auch für Werbung und so weiter, in der Türkei wurde erst in den 1930er eingeführt. Ne? Eigentlich auch, als der Atatürk dann von Arabisch zu Lateinisch umschaltete. Und dieses typografische Denken oder diese typografische Revolution hatte natürlich auch einen unheimlichen Einfluss auf die Schrift. Wenn man sich zum Beispiel die lateinischen Schriftzeichen anschaut in der Kalligraphie, dann haben die eine ziemlich reiche Formenwelt. Da sind ein Haufen Ligaturen drin, da gibt es Ausschweife und Ausschwünge und so weiter und so fort. Ne? Auch wenn man das nur schon in der Buchkalligraphie, wenn man alte Manuskripte anschaut, da ist eine große Formenvielfalt da. Die Typografie aber bedingt, dass man das Schriftsystem rationalisieren muss, weil man in ein mechanisches System, weil man mit einem mechanischen System arbeiten muss. Das heißt also, die Formensprache muss rationalisiert werden. Und wir reden natürlich jetzt vom Bleisatz, ne, von den Anfängen in Gutenberg, weil man kann kommerziell einfach nur eine gewisse Anzahl von Zeichen machen, sonst wird das Ganze wahnsinnig. Ne? Und dann der Gutenberg versuchte noch ursprünglich mit verschiedenen Zeichen, zum Beispiel den gleichen Buchstaben, sagen wir ein E, 5 Variationen zu machen, um das Handschriftliche zu imitieren, während dann aber der Aldus Manutius 20 Jahre später das wegmachte und nur noch ein Design pro Zeichen gestaltet. Das heißt also, man hat wirklich Typografie und Kalligraphie, zwei verschiedene Zweige. Das alles passierte nicht im Rest der Welt. Das heißt also, die ganze Typografie, die ganze Schriftenwelt passierte gar nie. Und entsprechend, wie dann die kommerzielle Presse kam,
wurde das eigentlich hauptsächlich von den Kolonialmächten wie den Briten, den Deutschen und den Franzosen eingeführt. Und die brachten natürlich ihre eigene Ästhetik in diese Schriftsysteme, wie auch zum Beispiel Äthiopisch. Und entsprechend gibt es eigentlich sehr wenige zuverlässliche Beispiele, wie man eine Äthiopische gestaltet. Ganz ein grundsätzliches, zum Beispiel eine ganz grundsätzliche Frage ist hier, es gibt zwei Varianten von Äthiopischen, die geblätterte und die blattlose Schrift. Das heißt also, diese Dinge, diese Anhängsel hier, die nennt man Blätter oder Leaves im Englischen. Und die andere Version, also die ist eigentlich wie eine serifenlose. Das sind die beiden grundsätzlichen Schriftstile, die man im Äthiopischen hat. Und man muss sich natürlich fragen, okay, was ist modern, was wird als modern oder zeitgenössisch empfunden und so weiter. Da muss man viel Recherchearbeit leisten. Aber man hat keine historischen Hintergründe, keine zuverlässlichen Hintergründe. Für Nokia machten wir dann die blattlose Version. Weil wir auch der Meinung waren, dass sich das besser ins ganze System einfallen lässt. Wenn man die indischen Schriftsysteme anschaut, ne? Also Indien ist ja ein tolles Land, aber eigentlich leicht im Englischen sagt man insane. Ne? Die haben ja, also erstmals, Indien ist ja ein Riesenland, ne? 1,3 Milliarden Menschen. Die sprechen über 700 verschiedene Sprachen. Wir reden da nicht von Dialekten, sondern von ganz klar identifizierten Sprachen. Über 700. Ne? Mit Tausenden, Abertausenden von Dialekten. Und die haben 11 offizielle Schriftsysteme in Indien. 11. Ne? Wovon Lateinisch, also Englisch, ist ja eigentlich die Lingua Franca in Indien, mit der alle Menschen eigentlich kommunizieren können. Also das Lateinische ist da drin, aber auch Arabisch. Und dann gibt es eine Teilung zwischen den nordindischen Schriftsystemen, wie zum Beispiel Devanagari oder Bengali, und den südindischen Schriftsystemen, wie zum Beispiel Tamil oder Sinhalese oder Kannada und so weiter. Was sich aber auszeichnet in den indischen Schriftsystemen, ist, dass sie, auch diese sind syllabisch, aber sie sind unheimlich komplex. Vor allem zum Beispiel Bengali. Was die Inder in der gloriosen Weisheit machen, ist, dass wenn sie zum Beispiel zwei Zeichen haben und diese zusammengesetzt werden, dass daraus dann ein Konjunktiv entsteht. Das heißt, eine Verbindung der Zeichen, ähnlich wie eine Ligatur. Und wenn immer ein neues Zeichen reinkommt, verändert sich die ganze Sache. Das heißt also, ein Zeichen kann dann ein ganzes Wort sein, was dann so weit gehen kann, dass die meisten Leute ein Grundzeichen gar nicht mehr in die individuellen Zeichen aufblättern können. Also ihr könnt euch jetzt vorstellen, die Komplexität, einerseits diese Zeichen die Grundzeichen zu zeichnen, aus den Grundzeichen die individuellen Konjunktive zu erarbeiten und dann das Ganze auch so zu programmieren, dass dann das Ganze auch auf allen Gerätschaften richtig funktioniert. Also es ist wirklich eine enorme Sache. Also zum Beispiel an Nokia Bengali arbeiteten etwa 3 Leute ungefähr ein Jahr dran, bis wir diese gemacht hatten. Genauso mit den südindischen Schriftsystemen. Unheimlich komplex. Dazu kommt noch, wenn wir dann, ich wollte nur kurz das noch zeigen, wenn man dann auch im digitalen Bereich arbeitet und gerade wiederum auf diesen Gerätschaften, hat man eine vertikale Bounding Box, also eine vertikale Limite. Über diese kann man nicht rausgehen mit den Zeichen. Das Problem ist auch, dass viele südostasiatischen Schriften sehr hoch laufen. Während Lateinisch ist eigentlich relativ gering in der Höhe. Ne? Aber die asiatischen Zeichen laufen sehr hoch, oftmals wegen dieser diakritischen Zeichen oder die zum Beispiel eine gewisse Betonung anzeigen oder einen Vokal anzeigen oder eine Atmung anzeigen und so weiter. Diese müssen dann so gestaltet werden, damit sie auch noch in diese Höhe reinpassen, womit man dann halt gestalterische Kompromisse eingehen muss, damit das Ganze auch ästhetisch doch noch mehr oder weniger akzeptabel ist für diese
entsprechende Kultur. Ne? Hier, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie man das anzeigt, wenn man sich London jetzt anschaut. Also hier hat man den Grundkonsonant mit dem Vokal angeschlossen. Aber gerade in den südindischen Zeichen ist es dann auch noch so, dass nicht nur der nachfolgende Vokal angezeigt wird, sondern manchmal auch der vorhergehende Vokal angezeigt werden kann, der sich aber verändern kann, je entsprechend, was der vorhergehende Konsonant macht. Also nicht nur ist es gestalterisch und technisch komplex, sondern auch linguistisch sehr komplex. Ja, und auch hier kann man zum Beispiel sehen, verschiedene Schriften, wie sich die verhalten. Und nicht, und man muss natürlich auch sehr eng mit Leuten dieser Sprachräume zusammenarbeiten, damit schlussendlich die Schrift, die man macht, auch akzeptiert wird, ne, auch kulturell akzeptiert wird und als lesbar oder leserlich empfunden wird. Also du brauchst da Leute vor Ort, die dir auch sagen, ob jetzt mit ja, oder ohne genau. Leaves, ob das modern oder altmodisch genau. wirkt beispielsweise. Genau, ja. Genau. Ja, also wir hatten ja genau da das Problem, auch mit der Nokia, wie wir die arabische machten. Wir machten diese in einem Kufi-Stil. Also der Kufi-Stil ist ziemlich, fühlt sich ziemlich geometrisch an, also sehr vertikal, sehr horizontal. Und der Kufi-Stil war eigentlich der allererste kalligraphische Stil der arabischen Schriften. Wir machten diese also in einem, grob gesagt, einem Kufi-Stil. Und dieser Stil passte eigentlich auch sehr gut auf dem Pixelgrid der Telefone, ne, auf der Bildschirme. Mhm. Und war wirklich super geeignet für das ganze User-Interface, zeigt es sauber klar an. Und die arabische Welt war glücklich damit. Und dann wurde die Schrift den Persern gezeigt und die hatten das ganz glattweg verweigert. Die sagten, erstmals schaut sich diese an wie eine gotische Schrift für uns, also überhaupt nicht modern. Und zweitens ist das arabischer Imperialismus. Und mit dem haben wir gar nichts am Hut. Also mussten wir nur neue arabische zeichnen. Die machten wir dann in einem Nasr-Stil. Also das heißt eher ein kalligraphisch, eher ein weicher Stil. Und das war dann so eine Kompromisslösung, mit denen die Araber, wie auch die Perser, wie auch die Pakistani und die Zentralasiaten eigentlich alle einverstanden waren. Die sagten, okay, wir machen jetzt nicht den Dritten Weltkrieg. Ne? Ja. Ja. Vielleicht, wir haben nur noch ein paar Minuten, vielleicht können wir, also du hast da noch etwas Zentrales hinzuzufügen, würde ich vielleicht gerne noch über dein Leben als Unternehmer und als UNO in London kurz sprechen, wäre vielleicht auch noch interessant. Als du dann in London dieses Unternehmen aufgebaut hast, wie beurteilst du das? Hattest du viele Freiheiten oder? Ja, eigentlich, also zu Anfang weg, ja, also erstmal, wie gesagt, Großbritannien ist ein tolles Pflaster, wenn man Unternehmer sein will. Also es ist sehr einfach, ein Unternehmen aufzubauen. Also in der Schweiz eine AG zu machen, da muss man über jene Hürden springen. Man muss den Stammbaum vom Hund unterbreiten, ne? Und einen Haufen Geld schon in der Kasse haben, damit man überhaupt eine AG gründen kann. In Großbritannien ist das einfach. Man ruft da an, ne? die offizielle Stelle, also das Companies House, und sagt, okay, ich will eine Firma öffnen, eine AG machen, das ist der Name, dann checken die da auf dem Computer, sagen, okay, der Name ist frei, da registriert man das und dann macht man das mit der Kreditkarte übers Telefon, da zahlt man eine Schreibgebühr, man kriegt eine Aktie und innerhalb von 10 Minuten steht so eine AG. Ne? Also das ist super einfach. Mhm. Natürlich, es führt auch zu Missbräuchen, aber diese Missbräuche, das ist der Prozentsatz der Missbräuche davon ist Da muss man sich nicht mal groß drüber Gedanken machen. Ja, und zu Anfang weg war das natürlich relativ frei. Es ging hauptsächlich darum, Aufträge reinzubringen und natürlich Networking zu machen, also ein Network zu finden, die einem dann auch immer wieder, die mir immer wieder die Aufträge reinbrachten. Der große Umbruch kam dann natürlich mit dem Nokia-Projekt. Weil da, also als das Nokia-Projekt anfing, waren wir etwa 8 oder 9 Leute. Und dann hat die Nokia, also
anfänglich war ja eigentlich das Projekt relativ überschaubar. Das waren dann irgendwie 7 oder 8 Schriftsysteme und das hätten wir eigentlich mit dem Personal, das wir hatten, eigentlich relativ gut bearbeiten können. Aber dann alle 2 Monate sagte er, okay, jetzt brauchen wir 3 neue Schriftsysteme. Und innerhalb von 2 Jahren wuchsen wir von etwa 8, 9 Leuten auf 55 Leute. Ne? Das sind dann natürlich nicht nur Designer, sondern plötzlich brauchst du auch noch Supportpersonal, also die IT-Leute, Softwareentwickler, Human Resources, ne? Und so weiter. Brauchst du Supportpersonal. Mhm. Und weder ich noch meine Kollegin, die dann in der Geschäftsleitung saß. Keiner von uns hatte irgendwelche Geschäftserfahrung in dem Sinne, ne? Traditionelle Geschäftserfahrung, wie man so ein Unternehmen, wie man so ein Wachstum eigentlich auch steuert und kontrolliert, wie man mit diesem Wachstum umgeht und wie man eine Firma umarbeitet, damit diese auch strukturell sicher ist und wie innerhalb von dieser enormen Wachstum, wie können wir sicherstellen, dass unser Service und unsere Produkte nach wie vor von guter Qualität sind. Das ist eine riesen Herausforderung. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, also nach 2 Jahren Nokia hat es uns also fast gekillt. Nicht, weil wir nicht genug Arbeit hatten, sondern weil wir zu viel Arbeit hatten. Weil dann plötzlich kamen die Intel und die HP noch rein. Und also wir hatten also Monate, wo jeder 7 Tage in der Woche 12 Stunden arbeitete. Ne? Nur damit wir das Volumen der Arbeit eigentlich aufmachen konnten. Und dann, ja, und wie gesagt, das hat uns also fast das Unternehmen gekostet. Und da mussten wir also Unternehmensführung eigentlich sagen, okay, alle Aufträge stoppen für 3, 4 Monate und das Ganze ein bisschen abkühlen lassen, ne? Und dann diese Gelegenheit wahrnehmen, um dann einen Umstrukturierungsprozess einzuführen. Und der ging dann circa 5 Jahre und jetzt mittlerweile haben wir eine Struktur, eigentlich eine ziemlich solide Geschäftsstruktur, die sich konzertinermäßig eigentlich vergrößern und verkleinern lässt. Ne? Also nicht vom Personal, aber vom Arbeitsvolumen her. Also wir können jetzt relativ reibungslos viel Arbeit annehmen, aber auch mit relativ, wie zum Beispiel in dieser Corona-Zeit, mit relativ wenig Arbeit doch ein solides Unternehmen führen, ne? Ja. Wo wir nicht in der Position sind, dass wir jetzt Arbeitnehmer entlassen müssen. Ne? Vorläufig jedenfalls nicht. Ne? Ja. Du warst ja aus meiner Sicht der Außenminister. Ja, genau, genau. Also meine Rolle hat sich eigentlich ziemlich sehr verändert, also gerade in den letzten 7 Jahren seit dieser strukturellen Veränderung. Ich bin jetzt mittlerweile seit daher eigentlich auch der Chairman von Dalton Mark, also der Vorstandsvorsitzende, the man who sits in the chair. Und ja, und das war alles, eigentlich alles, das ist alles ganz bewusst so gemacht. Ich bin jetzt eigentlich nicht mehr, schon seit Jahren nicht mehr im tagtäglichen Geschehen der Firma involviert und in der tagtäglichen Entscheidung. Und wie du gesagt hast, Andreas, eigentlich der Außenminister von Dalton Mark. Ich bringe eigentlich die Außenwelt in die Firma rein und gebe so mal den großen Überblick. Und diese Position ist eigentlich sehr schön. Das braucht man auch in einem Unternehmen, wo man mal wegstehen kann, ne? Und wirklich die Gesamtheit überblicken, anstatt immer nur das kleine Detail. Ne? Und da verliert man ja oftmals den Überblick, ne? Wenn man so nahe dran ist. Das ist auch so bewusst gemacht, dass, weil ich mich jetzt aus dem Geschäft zurückziehe und wir eigentlich die letzten Jahre also so eine Übergangszeit gemacht haben, wo wir langsam ich mehr und mehr übergebe und wir jetzt eigentlich diesen Monat oder im Februar daran sind, ich verkaufe meinen Aktienanteil eigentlich im Geschäft und im Frühling 2022 steige ich eigentlich ganz aus. Ne? Da bin ich nicht mehr bei Dalton Mark dabei. Und das ist auch ganz gut so. Es ist Zeit, an die nächste Generation zu übergeben, die das eh viel besser können als ich. Ja, super. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen von den Zusehern? Keine, nein. Doch, da ist noch was reingekommen.
Genau, ein Kommentar von Stefan ist ja vielen Schriftsetzern passiert, dass sie vor lauter Konzentration auf die Details das große Ganze nicht mehr sahen. Ja, genau. Ja. Aber um da nochmal darauf zurückzukommen, wie der Andreas gesagt hat, die Schriftsetzerausbildung war schon eine gute Ausbildung. Also eine intellektuelle wie auch eine handwerkliche Ausbildung, denke ich mal. Ne? Und es ist immer interessant, gerade in unserer Generation, also unserem Alter, Andreas, wenn man mit ehemaligen Schriftsetzern redet, viele haben sich eigentlich in andere Berufszweige entwickelt. Ne? Ja, ich finde das eigentlich schon noch interessant. Ja, man sieht Schriftsetzer, das stößt man überall. Man staunt manchmal vom Komiker Victor Jacobo bis zum Unternehmensleiter oder irgendwie Schriftsteller natürlich und weiß ich nicht was. Ja. Aber Martin Spar hatte da noch eine Frage oder einen Kommentar. Wie viel Swissness ist im Dalton Markt dabei? Ich würde jetzt mal sagen, dass eigentlich ziemlich viel Swissness dabei ist. Es ist so eine Attitude, die ich vielleicht mit eingebracht habe. Und ich sage jetzt mal, die Idee der Swiss Typography ist bei Dalton Markt schon dabei. Und Swiss Typography ist ja nicht nur Gridsysteme und Helvetica oder Univer, sondern Swiss Typography, das Gedankengut der Swiss Typography ist ja eigentlich der Weg vom Problem zur Lösung. Ne? Ob jetzt das die Lösung schlussendlich eine groteske eine groteske Schrift ist oder schlussendlich eine Ornamentalschrift, ist ja eigentlich unwichtig, sondern wie kommt man hin, wie untersucht man die Problematik und wie findet man die beste Lösung für das Problem. Und das ist eigentlich Swiss Typography und das ist eigentlich bei uns dabei, dieses Gedankengut. Klare, saubere und transparente Lösungen und Serviceleistungen dem Kunden auch zu bieten. Das ist für uns auch sehr wichtig, wenn wir mit Kunden arbeiten, dass wir wie soll man sagen, ja, diese transparent dem Kunden zu übermitteln. Das ist wichtig in allen Geschäften. Zum Beispiel, wenn man den Plan hat, man hat den Produktionsplan und man sieht dann halt, okay, diese Deadline, also diesen Termin, den schaffe ich nicht, dass man das dem Kunden halt auch frühzeitig sagt und sagt, ja, kriegen wir nicht hin. Das mag wohl ein bisschen ärgerlich sein zu Anfang, aber wenn man das früh genug sagt, dann kann sich der Kunde einrichten, deren Zulieferanten können sich einrichten. Aber wenn man das natürlich am Tag vorher sagt, dann ist ganz klar, dass man sich das Verhältnis mit dem Kunden versaut. Man muss ehrlich sein, offen. Und das ist auch ein Swissness, denke ich jetzt mal. Ich soll dich noch von Daniel Keller grüßen. Ah, Er war ja damals bei Wasser noch in ja, Berlin, als kenne wir ich. dort gearbeitet haben. Er hat auch zugehört. Ah, schön. Du hast ganz viele Grüße von ehemaligen natürlich, das blitzt jetzt so auf. Das muss ich dir Laura noch zukommen lassen, vielleicht noch. Gerne, Ja. ja. Aber ich glaube, die Stunde ist um und wir müssen dich ja wieder springen lassen. Die Idee war ja eigentlich, dass wir bei dir im Office rumgehen könnten und Ja. den noch etwas vermitteln, aber das ist jetzt wegen Corona einfach nicht möglich und Genau. der Situation in London. Ja, aber ich hoffe doch, dass ich wenigstens mit den zwei PDFs ein bisschen einen Einblick geben konnte, auch einen visuellen Einblick und ein bisschen eine Hintergrunderklärung zu gewissen Thematiken, dass ich da etwas sagen konnte. Ne? Aber gerade was den Bereich der nicht-lateinischen Schriften angeht, da könnten wir natürlich jetzt den ganzen Nachmittag noch miteinander schwatzen und diskutieren. Auch wenn man ins Chinesische reingeht oder dann in andere wundervolle Dinge, wie auch Armenisch oder sonst was. Ne? Das ist unheimlich spannend. Und wie sich vor allem auch jetzt mit den modernen Technologien und den geopolitischen Veränderungen in der ganzen Welt, wie man auch langsam sehen kann, vielleicht wie sich Notwendigkeiten verändern werden. Ne? Wie gesagt, wenn man ja bedenkt, gerade jetzt im asiatischen Raum,
da gibt es ja viele große und erfolgreiche Unternehmen, und ich hoffe, wir können vielleicht noch 2-3 Minuten reden, ne? Gibt es ja viele große, erfolgreiche Unternehmen, die damals von der vorhergehenden Generation durch harte Arbeit aufgebaut wurden. Ne? 7 Tage in der Woche, 12 Stunden rackern. Und diese Leute hatten dann ihre Kinder nach Großbritannien oder in die USA zu den MBA-Kursen geschickt. Und diese sind natürlich jetzt so in den 20er, 30er Jahren. Die gehen zurück, übernehmen das Unternehmen und haben klares Branding- und Kommunikationsverständnis, wie wir es haben im Westen. Ja. Und die werden natürlich, das ist ganz klar, die sind hungrig. Ne? Die werden in den westlichen Markt einbrechen. Und die werden hier wettbewerbsfähig sein, weil sie ein westliches Kommunikationsverständnis haben. Aber sie werden schlussendlich auch ihre eigenen Schriftkulturen mitbringen und entsprechend und auch in ihren eigenen Kulturbereichen viel stärker sich am Branding und an guter Kommunikation orientieren. Und entsprechend wird das Bedürfnis, denke ich mal, für nicht-lateinische Schriftsysteme, wie gerade Chinesisch oder auch Arabisch, Arabisch für uns ist ein sehr großes Thema, werden immer aktueller. Laurent, ich habe ja eröffnet, willst du vielleicht schließen? Ja, also ich glaube, wir könnten, wie du gesagt hast, noch den ganzen Nachmittag weitersprechen. Es gibt auch einige Kommentare, die da, glaube ich, noch mit dabei wären den ganzen Nachmittag. Trotzdem denke ich, kommen wir hier langsam zu einem Schluss. Vielleicht können wir ja dann mal einen Folgeteil nachholen oder vor Ort was machen. Ich denke, wir bleiben da sicher dran. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Bruno, für diesen hochspannenden Einblick. Also auch die Rückmeldungen bestätigen das. Das war sehr, sehr spannend, auch wenn wir nicht bei dir im Büro oder vor Ort sein können oder vor Ort reinschauen konnten. Ich glaube, das war trotzdem sehr, sehr, sehr spannend. Danke auch an Andreas für diese gemeinsame Veranstaltung. Und ja, ich wünsche allen einen schönen Nachmittag und bis bald. Okay, bis bald. Okay. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ja. Ciao. Ciao. Peace.